So, heute testen wir mal eine Tiefkühlpizza. Ich bin sehr gespannt. Hänslers Pizza Carbonara. Die ist hochgelobt, unter anderem von Holle. Hänslers Pizza Carbonara. Und wir gucken uns kurz die Zutaten an. Beste Steinofenpizza belegt mit Schmand, Mozzarella, Speckwürfeln und Grana Padano. So, have a slice day. Hänslers Pizza, und das ist wirklich hier der Fernsehkoch Steffen Hänsler. Schlag den Hänsler, grill den Hänsler, whatever. Crunchy Satisfaction. Hashtag Crunchy Time oder Crunch Time. Geheimrezept à la Pasta Carbonara. Verfeinert mit Steffens Gewürz. Boden mit Liebe von Hand geformt. 48 Stunden Teigreifung. Besonders cremig. Whatever this means. Mit dem Smiley hinten dran. Riesengeschmack mit fast 30 cm Größe. Fertig in nur 6 bis 8 Minuten. Zubereitungsempfehlung: Ja, wir sollen das Ganze 20 Minuten auftauen. Ich habe das schon mal im Kühlschrank gemacht, weil die Pizza passt gar nicht in mein Eisfach. Zeige euch das gleich noch. Und dann vorheizen auf Umluft. Pizza ohne Backpapier ausdrücklich auf den Rost auf der mittleren Schiene legen und dort backen. Und das Ganze bei Umluft 230 Grad 6 bis 8 Minuten. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Pizza backen, bis der Rand goldbraun ist, und genießt. So, hier seht ihr noch die Zutaten: 395 Gramm und 5,99. Das ist echt mal eine Ansage. Sage nicht kurzen Fertigpizzen komplett an. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Fertigpizzen. Schmeckt mir gar nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr gespannt. 6 Euro, dafür hat es früher einen Döner gegeben. Oder keine Ahnung, beim Italiener gibt es vielleicht auch eine Margherita. Also nicht bei jedem, aber bei manch einem. Hänslers Pizza. Bin gespannt, was die kann. Und wir gucken jetzt mal in den Kühlschrank. Denn mein Tiefkühlfach ist viel zu klein. Da passt die Pizza gar nicht rein. Deswegen ist die hier schon mal aufgetaut im Kühlschrank. So ein paar Minuten. Die fühlt sich schon relativ weich an. Wir holen die jetzt mal raus, heizen den Ofen vor. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was die Pizza kann. Die ist jetzt schon so ein bisschen labbrig mit Speck obendrauf. Deswegen Carbonara. Ich weiß, da ist nicht jeder Fan von. Ich finde Speck auf einer Pizza ziemlich geil. Die Italiener teilweise auch. Und ja, jetzt gucken wir wirklich mal, was die Pizza hier kann. Ich bin gespannt. Sehr kompakt. So sieht die aus. Ist noch eingepackt in Zellophan. Und bin gespannt, wie die aussieht, wenn sie aus dem Ofen kommt. So, Umluft also 230 Grad ohne Backpapier. Ich darf das eigentlich gar nicht. Das gibt Ärger mit meiner besseren Hälfte. Aber so steht's drin. So steht's drauf. So machen wir das. Pizza Carbonara von Stefan Hensler. So, ab in den Ofen damit. Schaut mal, die ist hier am Rand sogar leicht angebrannt. Das scheint zum Konzept zu gehören. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Der Ofen ist jetzt mehr als vorgeheizt. Die Pizza kommt hinein, 6 bis 8 Minuten, und dann verkosten wir das Ganze. So, bisschen verbrannt. Hänslers Ofenpizza. So sieht's aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich muss zugeben, obwohl sie ein bisschen verbrannt ist, schmeckt sie sehr gut. Das muss sie auch für 5,99. Der Rand ist mega. Ja, und ansonsten ganz gute Pizza mit Speck. Doch, kann man schon mal machen. Aber muss sich jeder selber eine Meinung bilden, ob es das wert ist für eine TK-Pizza. Also schmeckt super, der Rand ist gut, die Röstaromen. Schmeckt schon verdammt gut für eine TK-Pizza. Trotzdem halt 6 Euro. Hinterlasst mir gerne eure Meinung. Konstruktiven Kommentar. Was denkt ihr über die Hänsler-Pizzen? Soll ich noch eine andere probieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abo und/oder Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Stabile Pizza,
Hänsler Carbonara. Empfehlung geht raus.